Das Gegenteil findet statt. Bemerkenswerterweise, man muss sagen, dass diese frühkindlich gebliebene Weltbevölkerung es gar nicht verdient hat zu überleben. Denn wenn man um die Sicherheit desjenigen, was sich sowieso nicht bewahren lässt und man in jedem Fall verlieren wird, das Leben zu riskieren, sich über Jahre hinweg alle Freiheiten nehmen lässt, sich einsperren lässt, alles Leben absichern, unterbinden, versichern lässt, ja, dann ist dies eine Degeneration, die es in der Geschichte auch noch nie gegeben hat, nach 70 Jahren Krieglosigkeit, wagen die Leute nicht mehr das Geringste und geben von vornherein alle Lebensgrundlagen auf, nur um eine Chimäre, die sowieso nicht zu bewahren ist, bewahren zu wollen. Was für eine Widersinnigkeit, die aber eben diesen Verunwirklichungs-, diesen Tröstungsmechanismen, nicht mehr zu wissen, was sie nicht mehr wissen, dass sie nicht mehr wissen, am besten zeigt. Abgespaltene Zombies ihrer selbst.